Ja, hier auf dem Land geht alles etwas persönlicher zu. Man kennt sich. Wir haben gegenwärtig 141 Bewohner. Es gibt natürlich mächtig viele Nachteile, das haben wir gemerkt. Man muss die Kinder überall hinfahren, zu allen Aktivitäten. Der öffentliche Busverkehr ist hier nicht so ausgeprägt, sagen wir mal so. Wir haben ja vor jetzt knapp 10 Jahren mit der Bibelerlebniswelt begonnen, da es geheißen hat, auch seitens des Oberkirchenrates, wir sollen uns ernsthaft mal Gedanken machen, wie man hier Aktivitäten hervorbringen könnte in der Kirche. Die Bibelerlebniswelt, das sagt das Wort schon, die Bibel erleben zu können. Mit allen Sinnen. Anfangs, als wir hierher zogen, waren die Leute wenig aufgeschlossen. Es dauerte auch ziemlich lang, bis wir sie mit dieser Bibelerlebniswelt, mit dem Gedanken vertraut gemacht hatten. Wir mussten hier zum Beispiel auch, um das Projekt verwirklichen zu können, Bänke entfernen, Bankreihen. Ja, das ist doch Tradition. Das kann man doch nicht einfach entfernen. Aber wir hatten ihn dann vor Augen geführt. Wir haben gesagt, wenn das Projekt nicht erfolgt, dann können wir nicht dafür garantieren, dass die Kirche weiter existiert. Auch als Kirche, denn hier sind ja auch regulär Gottesdienste. Und daraufhin haben die Leute dann das erkannt und sind dann auch in größerer Zahl als Mitglieder in unseren Verein eingetreten. Und wir merken auch, dass die Leute gerne in ihren eigenen Orten in den Gottesdienst gehen. Nicht in großer Zahl, aber sie gehen lieber da, wo sie auch wohnen.